Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Wen habe ich denn hier? The Child aus Star Wars. Warum habe ich den? Weil ich ihn mir letztes Jahr gekauft habe. Und am Dienstagabend. Leute, haltet euch fest. Sensi haut einen Star Wars Kracher nach dem anderen raus. Der kleine Kerl ist hier auch dabei. Den bekommt ihr am Dienstagabend für 64 Euro. Und das war noch lange nicht alles. Tada! Die The Child Lampe kommt auch wieder. Na sowas. Ich hatte es ihr, glaube ich, schon vorgestellt. Es ist ein Element Warmer. Und jetzt Obacht. Also, diesen süßen kleinen Kerl hier, den könnt ihr am Dienstagabend sofort kaufen. Es wird wieder eine Warteschleife geben. Die Lampe ist zum Vorbestellen. Also sprich, wenn ihr durch die Warteschleife durch seid, geht ihr auf das Star Wars Banner oder an der Seite in Kollektionen und dann auf Star Wars. Klickt auf die Lampe. Ihr habt zwei Optionen. Entweder nur die Lampe für 85 Euro oder die Lampe mit dem Mandalorian Bar für 94,25 Euro. Ihr müsst allerdings nur eine Anzahlung leisten in Höhe von 14,25 Euro. Dann bekommt ihr, ich denke mal Oktober, eine E-Mail mit einem Link. Da geht ihr drauf. Dann könnt ihr die Lampe abrufen und den Rest bezahlen und dann kommt sie zu euch. Also ab Ende Oktober kann man es abrufen. Also, den kleinen Kerl sofort. Die Lampe vorbestellen und den Sandpack und den Bar gibt es natürlich auch sofort. Der Sandpack kostet wie gehabt 10,75 Euro, der Bar 9,25 Euro. Und zwar der Mandalorian ist silberne Minze, knackige Bergamotte, erdig süße Geranie, Eukalyptus und helle Orangenschale. Ich habe ihn jetzt leider nicht da. Aber, für alle Star Wars Freaks, Fans, Lover, whatever. Luft anhalten, Schnappatmung einstellen, R2-D2. Also ich muss ja wirklich zu meiner Schande gestehen, ich bin kein Star Wars Fan, aber diese Lampe ist wirklich so geil gemacht. Seht ihr das hier? Der hat einen LED-Projektor auf der Rückseite drin und da schmeißt der tatsächlich die Prinzessin Leila an die Wand. Wenn das nicht mal Hightech vom Allerfeinsten ist, Leute. Und er schaut wirklich mega aus. Also wie im Film. Und ich habe mir ja sagen lassen, der R2-D2 bewahrt die ganzen Geheimnisse von der Prinzessin Leila und dann schmeißt er das hier an die Wand. Also so ähnlich. Ich, wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich lerne immer noch was dazu. Vor allem was Star Wars betrifft. Dann haben wir natürlich hier die zwei Düfte. Ah, das Wichtigste vielleicht, den bekommt ihr auch am Dienstagabend sofort für 106 Euro. Aber ich muss wirklich sagen, allein diese Technik, die da drin steckt mit diesem LED-Projektor,
ist einfach, ist Wahnsinn. Also da fehlen einem schon wirklich die Worte. 106 Euro bekommt ihr auch sofort. Dann haben wir unsere zwei Bars hier. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe sie. Die dunkle Seite und die helle Seite. Also, the Force Light Side. Mal wieder ein bisschen abrupfen. Was haben wir hier? Orange, Morgennebel und Treibholz. Ja, definitiv Orange. Und hier seht ihr schon, trotz richtiger Lagerung können die auch ein bisschen das Schwitzen anfangen. Das ist mir jetzt vor allem bei den roten Düften sehr aufgefallen. Man soll sie ja immer schön kühl und liegend lagern. Aber gerade bei den roten, das kommt wahrscheinlich auf die Duftöle an, sind anscheinend intensivere drin, auf jeden Fall in dem roten Star Wars definitiv. Und dann kann es dann wirklich sein, dass das hier da so ein bisschen wässrig, schmierig wird. Aber das macht gar nichts. Kann man Zewa drauf tun, abtrocknen, fertig. Im ersten Moment ist er wirklich frisch. Also da kann man schon so fast, manchmal kann man ja auch schon den Nebel echt so ein bisschen riechen. Aber das Treibholz erinnert mich irgendwie an eine Seife von meiner Oma. Also Orange jetzt nicht so. Aber das ist dann wieder so, wenn er warm ist, riecht man leicht dann die Orange raus. Also erst im Gegensatz zum dem hier ist er zart. Dann haben wir hier The Dark Side. Er ist wirklich, ja, der schwitzt auch. Aber das tut dem Duft keinen Abbruch. Also nicht, dass ihr dann denkt, ihr müsst ihn wegschmeißen. Nee, 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 nee. Wie schon gesagt, ein bisschen Zewa drauf und dann Basta-Lack. Also er ist sehr intensiv. Also Leute, haltet nicht den Rüssel zu euch an. Echt. Lavendel, Ingwer aus Madagaskar, Vetivergras und Adlerholz. Also da sind wirklich die schwersten von den schwersten Sachen drin. Also der Lavendel haut rein und der Ingwer. Und auch wenn er warm ist, ich war ja letztens so verrückt und habe mir hier in meine Lampe drei Würfel reingeknallt. Ja, was ist passiert? Ich musste die Lampe dann ausmachen, weil er ist... also man konnte fast nicht atmen. Er ist also sowas von krass intensiv. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Ingwer, ich sag's euch, der Ingwer, der knallt rein. Also mit Ingwer habe ich es ja eh nicht so, ne? Aber wirklich, der knallt rein. Und natürlich, was das Allergeilste ist an diesen zwei Düften, aber dann braucht ihr sie zusammen. Man nehme einen Würfel blau und einen Würfel rot und man hat das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und es wird lila. Probiert's mal aus. So, also hier nochmal. R2D2. Mit LED-Projektion 106 Euro am Dienstag sofort erhältlich. Die Bars natürlich auch, die könnt ihr euch auch wieder in Sparpacks schmeißen. In Sechserpack bekommt ihr dann einen umsonst oder in Dreierpack, wie ihr wollt. Und die Lampe zum Vorbestellen
für 14,95. Der Rest Ende Oktober abrufbar. Sandpacks und Bars auch am Dienstag erhältlich. Könnt ihr euch auch Spaßsets aussuchen, wie ihr wollt. Und natürlich diesen kleinen Kerl hier. Gibt es auch am Dienstag sofort für 64 Euro. So, The Child und ich verabschieden uns jetzt. Das waren, glaube ich, schon viele News. Es kommt aber noch mehr. Und dann wünsche ich noch euch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns. Macht's gut.